Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Dein Auto bricht dir das Genick, weil es über dich fährt. Er fährt einfach weiter. Wenn ich mir jetzt so vorstelle. Aha. So, ich wollte mal die Matten austauschen, die gegen grüne. Braucht man 6x6. Mensch, Mann, wo sind die denn jetzt? Hier. Und zwar die grünen und ich brauche. Sind das immer 2, 4, 8 oder? Hier, weil er blieb 12. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Brauchen wir. X-Team. Aber nicht die blauen. Die grünen hier. 12er Backerl. Und der Dreierbackerl, Schmarrne. Gibt's irgendwie nur 12er Backerl, gell? Toll, ja, eine nehme ich einfach aus dem anderen dann raus, oder? Jetzt viel kaufen hier, irgendwo müssen wir grüne rumliegen. Hier ist die großen. Ja. Gibt es da hinten schon diese Gitter? Wo war das? Immer noch nicht. Die Gitter. War nicht so Lärm hier. Wer lässt mir den Motor laufen? Welche Umweltsünde. Straße! Weiß ich. Gibt gar kein Gas, der rollt so schnell bergab. Jetzt gebe ich Gas. Rum. Nur mal testen. Der Clean Out mit nur grünen Matten, dann warum schwebt es denn jetzt? Soll das ein Scherz sein? Soll ich ihn wieder oben beladen? There is a big hole in the earth. Ja, fängt ja schon gut an wieder. Wie kann man resetten? Hier. Reset Items. Table. Nein. Washing Plant Portal 2. Welches ist es denn jetzt? Kann nicht sein, das ist 3. Ach komm. Hallo.
Jetzt komm runter. Ach Mann. Oh, was ist denn hier? Wie heißen die? Heißen die Washing Plant Portal 2? Washing Plant Portal, ja. Da steht aber kein 1 oder 2 drauf. Da kann man auch nirgends sowas lesen, oder wie es heißt. Gott, dieses verbuggte. Servus, History, wie geht's? Wegen den Matten? Ja, will jetzt mal die austauschen, wieder gegen die Grünen, aber angeblich soll ja das egal sein, oder? Welche Matten drin sind. Wie kriege ich das Ding jetzt wieder runter? Das habe ich gerade alles. Kacke. Alles gut und selber, ja. Morgen Vatertag und so, weißt ja, morgen Sauferei. Da geht's immer gut. Paar Minuten warten, dann kommt das Update. Soll ich quasi das Video canceln? Oder einfach Pause drücken? Drück mal Pause. Oder? Ich kann nochmal Pause weg. Nee. Wie gesagt, ein paar Minuten warten, dann kommt das Update. Da warten wir noch ab, mache ich dabei Pause. Da bin ich wieder. Hier, wir haben die History TV im Chat und der meinte, man müsste es lösen. Lösen mit E natürlich und dann würde es mir auf den Kopf fallen. Komm wieder nicht ran. Aufs Dach. Warum? Kurz gucken, ist schon gelöst. Ich sehe es. Boah, das ist zu schnell. Von wegen. Er hat schon genug Ticket. Ach, du hast in der Arbeit getestet. Aha. So einer bist du. Komm nicht ran an die Gurke. Oh, jetzt aber hier. E lösen. Wumms. Dankeschön, Mr. Historie TV. Sehr gute Idee mit lösen. Wir haben es gelöst. Kriege die Tür wahrscheinlich nicht mehr auf, oder? Doch. Bam. Fahren wir die Karre wieder zurück. Also du meinst, ich soll noch warten mit den Matten. Und du meinst, der fixt die Matten so, dass wirklich die feinen Matten Feingold auffangen, die blauen Matten mittelgroße Nuggets und die schwarzen Matten die großen Nuggets, oder wie? Nee, meinst du nicht? Warum nee? Nur, dass sie nicht mehr fliegen. Ach, scheiß drauf. Hier fliegt alles. Nicht nur die Matten. Ach, du meinst die Maschinen, dass sie nicht mehr fliegen? Ja. Jetzt fliegt sie ja nicht mehr. Exakt. Genau. Exaktimo. Na gut. Und du denkst immer noch, dass die Matten egal sind, welche man in die Waschrinne reinpackt? Ich will die jetzt austauschen.
Kein Unterschied, aber. Oh. Okay, ich verstehe, was du meinst. Du meinst diese Matten, die fliegen, oder? Update ist draußen, okay. Nun werden die Matten gleich wieder runterkommen. Es ist so hart, Mann. Ich gucke hier rein, so, oh, keine Matten drin, was gibt's denn hier? Das sage ich meinem Papa, das sage ich dir. Okay, Update ist draußen. Oh, hier liegt noch eine grüne. Also ich hatte bei dem Claim, Beginner-Claim schon einen groben Unterschied, wo ich die grünen Matten rein habe. Aber ich habe natürlich auch woanders gebuddelt, muss ich natürlich zugeben. Du kennst ja meine Cleanouts im Beginner-Game hier. Claim. Okay, also speichere jetzt hier mal ab. Oh, Entschuldigung, wer war das? Und dann zurück, nee, nicht zum Hauptmenü. Nein, gleich verlassen komplett. Ja. Ah, jetzt kann ich auch ein Singleplay, Multiplay starten. Aber ich muss vorher mich abmelden, gell, bei Steam, oder? Oder geht's so? Schauen wir mal, ob es so geht. Nee, so geht's nicht, scheiße. Oha, jetzt geht gleich gar nichts mehr. Bibliothek. Abbrechen. Gold Hunter. Ich muss mal diesen Daumen nach unten wegmachen, weil eigentlich ist ja gar nicht so schlecht. Hier, den mache ich. Nicht empfehlenswert. Warte, das ändern wir mal. Wo kann ich das ändern? Zu halb empfehlenswert geht das? Nein, ja. Würden Sie das Spiel anderen empfehlen? Ja, irgendwie ist es ja lustig. So. Irgendwie ist es ja witzig. So, wo kann ich jetzt updaten hier? Gib mir ein Update-Date. Ich muss abmelden. Fix, hier. Bingo Bongo war sein Name. Ich melde ab. Abgemeldet. Ich mache wieder an. So gut wie ich es kann. Das mache ich jetzt alles für YouTube, damit ihr seht, was Sache ist hier. Feststellt, hast du. Oh, der zeigt es sogar an. Aber nice. Oh, oh. Warum schreibt er nicht? Ich habe keine Fan. Doch. Kruzifix. Das Lustige ist ja, wenn ich hier YouTube oder Twitch bin, da rede ich immer voll Hochdeutsch. Ich komme ja aus Minga, weißt. Normalerweise rede ich so gar nicht. Normalerweise rede ich ja Borisch. Aber dann versteht mich wahrscheinlich keiner mehr. Okay, jetzt updaten. Update läuft! Das nehme ich jetzt alles mit auf, scheiß drauf. Aber man sieht es gar nicht, doch, jetzt sieht man es. Komm, blasen mir ins Gesicht, also ich meine Ventilator. Ins Gesicht. Mist, ich hätte mir zwei Bier holen sollen. Ich habe nur eins. Kennst da das Problem, gell? Spielische Taten. Ein Bier war zu wenig. Ich hätte echt Bock noch auf noch fünf Stück. Aber ich muss morgen. Morgen mache ich ja Karnickel. Dann Hüpfer mache ich morgen, ja Karnickel. Ich wollte eigentlich ja Anten machen, aber es gab keine Anten mehr zum Kaffee. Ich war kurz vor 8 im Laden drinnen und da habe ich keine mehr gekriegt. Oh, ich muss Hochdeutsch reden. Du verstehst mich keiner. Neues. Ich kann nur ein neues Spiel machen. Spielladen. Ach, ein anderes Menü ist jetzt. Oh Gott, hat's mich jetzt gerissen. Schau mal, das Menü ist neu. Hier. Einzelspiel, Mehrspieler und Spielladen. Dann kannst du nämlich nicht mehr auf Mehrspielermodus gehen. Wenn ich jetzt hier hingehe, Server erstellen. Liste aktualisieren. Machelino Twitch. Lami. Geht eben nicht. 1 bis 20 Spieler, Jesus.
Okay. Ach, hier geht's dann. Hast recht. Siehst du, wieder die Klappe zu groß gehabt. Hier ist dann, hier kannst du zwischen den Einzelspieler. Kommst du rüber zu mir, History, oder was? Schwimmen wir zusammen. Aus Niederösterreich kommst du. Safe. Können wir zusammen spielen? Machen wir zusammen, oder was? Pick, 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 pick. Aber wie geht es dann? Dann backen wir in 10 Minuten den ganzen Claim leer. Können wir, ja? Dann muss aber TS auch kommen, oder? Oder warte mal, ich habe keine Rechte. Ich kann nicht mehr ziehen bei TS. Oder habe ich die Rechte wieder zurückbekommen? Oder wir machen über Discord. Laden als MP. Warte mal. Gehen wir auf mehr Spieler. Oh, Servername, Serverpasswort. Wieso? Ja, du hast TS. Aber ich glaube, ich habe bei das TS gehört, ein Kumpel von mir. Ich glaube, ich kann dich nicht runterziehen. Müssen wir ausprobieren. Warte mal kurz. Disconnected. Disconnected. Ja. Ich mache mal Pause bei YouTube, weil... wieder rein. Oh, jetzt ist Pause. Nur wieder... Oh, da hat er wieder was geschrieben. Was hat er denn geschrieben? Bei dir ist jedenfalls so. Ja, hier bei mir ging es, weil wir haben ja alles zurückgesetzt. Beim Arm. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Also hier sind wir wieder bei YouTube. Also wir versuchen gerade hier Historie TV, der hier steht, aber gar nicht da ist. Auf Mehrspieler-Modus irgendwie das... Oh Gott, das Auto nervt. Die Lautstärke ist echt... Sound. Effekte. Aber wieso, wenn ich Gesamtlautstärke auf 55 stelle, sind die anderen Effekte alle noch auf 100? Stimmt doch irgendwas nicht, oder? Warte mal. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt bist du weg aus dem Game. Ändert sich gar nichts. Ja, ich warte hier auf einen Kollegen. Der hat eigentlich gesagt, er wartet an der Bushaltestelle, aber er kommt nicht. Wahrscheinlich der Bus versteht Verspätung. Der alte Bus, wo ist der? Der immer fährt auf dem Dorf. Alle Stunde kommt er mal, wenn er kommt. Was sagt er, wenn du dich reinladest? Kein Bock oder so, oder? So ähnlich, ja. Na, ich habe jetzt einmal meines gestartet und dann schaue ich mal, ob ich jetzt deins joinen kann. So hat sich immer aufgehängt, keine Ahnung. Schon wieder? Naja, ich probiere es jetzt gerade mal. Okay. Na, dann warten wir halt. Könnte man bei der alten Mine vorbeischauen, ein bisschen was Dreck mitnehmen und in den neuen reinschütten. Wahrscheinlich habe ich dann gleich wieder 100 Dings. Unzen. Ich glaube, wenn ich bei der alten Mine weiterbuddel, dann werde ich schneller reich, als wenn ich hier bei der neuen mit einem riesen Bagger irgendwas mache. Also Chat, wir müssen warten auf einen Mitspieler, der versucht hier gerade zu joinen. Aber so richtig mit dem Mehrspielermodus haut es noch nicht hin. Also hier müsste auftauchen, genau dem... Oh, ich fahre mal das Auto weg, vielleicht bin ich zu nah dran und deswegen kommst du nicht rein. Alter, ich sehe ihn. Du siehst ja genauso aus wie ich, Bruder. Hier, schau, wenn man auf C geht. Siehst du nebeneinander? Warte mal hier. Sind sogar Zwillinge, Mann. Die haben sogar dieselben Klamotten an. Hier. Aber du kannst dich nicht bewegen, oder? Bei mir steht noch immer Name, dann Geschlecht auswählen und annehmen. Jetzt tut sich was. Bei mir stehst du schon im Game, oder? Bist schon da. Ja, beim Auto neben ihm hinfahren, vielleicht kann er F drücken, dann kann ich ihn vielleicht mitnehmen. Oder ich fahre ihn einfach mal über den Haufen.
Komm, steig ein, wir haben Arbeit. Ja. So gut funktioniert das hier. Oh, jetzt hast du dich bewegt. Du hast dich gedreht um 90 Grad. Okay. Wie ist es bei anderen? Funktioniert es bei anderen? Hast du das schon mal geschaut oder was? Oder? Ja, er hat es getestet, bevor er das Update ausgekaut hat, und da hat es funktioniert. Also er hat jetzt gewechselt von Einzelspieler zu Mehrspieler, und da hat sind drei oder vier Leute gejoint. Das hat passt. Also. Weißt du, was manchmal auch sein kann, dass man es war bei Ding so, bei wie heißt es, bei Night, nee, wie hieß? Night of the Dead, da mussten dann beide Spieler bei Steam dasselbe Land auswählen, von woher der Server kommt, weißt schon. Dann ja, weil du den Server nicht gefunden hast, ne? Ja, dann hast du den Server nicht gefunden, genau. Genau, ja, das kenne ich. Aber ich finde den Server, das ist kein Problem. Das Problem ist nur, dass, wenn ich den Task Manager offen habe, mein Gold Hunter permanent schreibt, Status, keine Rückmeldung. Oha. Na, auf alle Fälle steht er schon da. Und gut schaut er aus. Hat dasselbe Loch im Hemd wie ich. Nämlich genau neben der Schulter. Da ist es. Da. Ja, interessant. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Geht gar nichts, oder was? Siehst du das Bild schon, wo du stehst? Nein, gar nicht. Ich bin nur, wo er runterzählt, vor 4. Bin ich. Und er ist bei 3 hängen geblieben, oder? Nein, eben bei 4. Vielleicht musst du auch erst in dein eigenes Spiel reingehen und dies mit den neuen Dingens da, weißt du, mit dem neuen Container das erst machen. Vielleicht. Ja, das habe ich schon gemacht. Aha, schon gemacht, oh Gott. Deswegen habe ich vorher meins gestartet, aber. Okay. Ändert nichts. Ändert nichts an den Tatsachen, dass es nicht funktioniert. Genau. Ja, ich lasse mal den Buggy da. Und ich bagger, glaube ich, mal eine Runde, ja? Ob das auch alles funktioniert. Okay, ich versuch's halt. Irgendwann bin ich vielleicht dran. Genau, ich lasse den Buggy mal da, dann kannst du dann gleich düsen. Und ich ring. Oh, das hat funktioniert. Also Personenspringen funktioniert einfach frei. Na, funktioniert nicht, ich bin ja ganz woanders. Ach komm. Ja, ganz woanders. Wo bin ich jetzt? Ach nein, ich bin genau richtig. Nein, dass die immer das Tor zumachen müssen, hey, ich verstehe es nicht. Was er mit seinem Tor hat, der wurde bestimmt vom Tor mal misshandelt, deswegen macht das immer zu. Oh, das Tor hat mich fertig gemacht, weil ich es immer offen habe, lass uns noch alles zu. Links. Stimmt. So, dann gehen wir mal zu dem Bagger dahinter. Wir wollten alle Matten grün machen, weil irgendwie war die Ausbeute echt madig. Ach, jetzt habe ich. Wobei History meint, es macht noch keinen Unterschied, gell, hast du gesagt. Ob die jetzt grün, blau oder schwarz sind. Ja, bis jetzt habe ich noch nichts anderes gehört, also. Oh. Egal, ich mach's. Hier, da, die legen wir mal da ins Eck. Ja, ich schmeiß einfach hier hin. Boom, los. Auf Renant.
Zack. Zack, obwohl nachher buddel ich da und dann muss ich es wieder wegräumen. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist nicht ein Leiden, herrlich. Die Umwelt schonen mit Plastik hier. Ich schmeiß alles in die Ecke. Okay. Was zittert das jetzt so? Probier nochmal Neustart. Vielleicht geht's dann. Ich habe ja dreimal neu starten müssen, bis ich überhaupt in den Modus gekommen bin. Grünen bleiben drin. Wobei ich die Grünen gar nicht mag, weil die zerstören gerade Deutschland. Die Arschlöcher, die dreckigen. So, dann haben wir das auch. Hier bin ich hier. Wieso bin ich denn jetzt? Okay, auspacken. Geht gar nichts, oder? Ich gebe mein Bestes, da ein bisschen. Muss ehrlich sagen, mit den grünen Matten bin ich immer am besten gelaufen. Mal schauen. Wobei bei den kleinen mittleren Waschrinnen, da haben die Grünen auch nichts gebracht, ehrlich gesagt. Habe ich wieder zu viele gekauft, oder? So wie ich mich kenne. Okay, noch vier. Eine habe ich zu wenig, okay. Ist kein Problem. Hole mal einfach aus der anderen Waschmaschine raus, die eine da. Die eine gute. Okay, das Video, glaube ich, werde ich nicht hochladen, oder? Halbe Stunde mit Gedöns. Tollen Patch hat er, die Dinger schweben schon wieder. Der Patch funktioniert super. Du hattest aber, was hatte ich schon, du hast aber keinen Denkfehler in dem System, weil die groben Matten nach oben, nee, die müssen nicht nach oben. Genau umgekehrt, die müssen nach unten. Weil das Feingold wird ja oben abgefangen und die schweren Klunker, die fallen ja nach unten. Das ist, so sehe ich das. Es läuft ja nach unten und die Feine bleiben ja unten oben hängen und die großen fallen ja nach unten und verstopfen das unten zuerst, oder? Erst Nuggets, ehrlich? Zum Schluss wird der feine Staub aufgefangen, echt? Okay, jetzt habe ich aber alles voll gemacht mit Grün. Bist du dir da ganz sicher?
Ich dachte genau umgekehrt. Die Feinde werden oben gleich abgefangen und wenn die so schwer sind, purzeln die nach unten. Weil sonst muss er das feine Zeug erst über das Grobe drüber und. Ich mach mal nur grün jetzt. Wie schaut's bei dir aus, History? Ja, ich habe das jetzt gehabt, was du gehabt hast mit dem F7. Vielleicht geht's jetzt. Probier es gerade mal. Aber ich habe das jetzt probiert mit meiner Anlage. Oben die schwarzen, dann in der Mitte die blauen Ja. und dann die grünen. Und es hat absolut keinen Unterschied gemacht. Das ist, es kommt wirklich einfach nur glückweise drauf an, wo du gräbst. Ja. Ja. Es ist ja komplett egal, ob unten oder oben. Das ist so scheinbar so random sein. Es ist ja momentan egal, komplett egal, was für ein Claim das ist. Ja. Ob das jetzt Okay. der 7er oder der 4er, es soll jetzt nicht dort mehr oder besseres Gold geben als woanders. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass auf die Beginner-Claims eigentlich ein besseres gibt. Das habe ich gemerkt. Da habe ich ja die Ja. richtig guten Cleanouts gehabt. Hey. Und scheinbar soll ja dann irgendwann einmal ein Patch kommen, dass man für, ich weiß nicht, 1000, 2000, je nachdem, was er dann einstellt, Miete zahlt quasi auf die Beginner-Claims und mit einem kleinen Bagger dort arbeiten kann. Aber ja, hören sagen. Hören sagen, ja. Ja, ich habe das Einzige, was bei mir war, wo ich gewechselt habe von schwarz auf grün, da habe ich aber auch an einem anderen Loch gebuddelt. Und da war natürlich dann der übelst geile Cleanout. Ob es an dem anderen Loch gelegen, weil da gerade so eine Ader war oder so. Aber dass du von so einem Loch wie hier weniger raus bekommst, wie von dem kleinen Loch da hinten. Allein die Masse muss ja da schon ausmachen, weißt schon. Wie ich es vorher geschrieben habe, ich hab, bis so ein Loch habe ich rausgekriegt, insgesamt glaube ich 2 Unzen. Zwei! Ja, das war gar nichts. Also da habe ich jetzt, der eine Bahn hat gehabt 0,2 oder so. Uiuiui. Also das war richtig übel. Ja, bei mir war es ja so, bei dem ersten Schmelzen, wo das alles fertig war, war der erste 25, der zweite 11 und der dritte dann 5 und der letzte 1, was überhaupt nicht irgendwie Sinn macht. Ja, das habe ich auch schon mal eingeschrieben, wie ich beim Chef zugeschaut habe. War irgendwie so die Aussage, es kann nicht sein, dass in der Wanne, ja, sich das Gold so aussetzt, dass halt je nachdem, wo es halt dann einfüllst, dort mehr Gold drin ist. Also, ja. War für mich auch unrealistisch irgendwie, aber es soll so sein. Das ist sicher das Passwort, warum das ich nicht aufgekommen. Meinst? Soll ich ein anderes reinpacken? Oh, schau mal, da fliegen die Dinger. Aber ich muss ja die Rinne ein bisschen nach hinten packen. Oh, der Bagger ist schon irgendwie jetzt wieder so. Geht nicht mehr los. Wollt ihr die woanders hinheben? Ich glaube, das hat er jetzt da umgestellt. Ich glaube, du musst alle Matten auspacken. Aber Nein. müsste eigentlich angezeigt werden, dass das so nicht funktioniert. Ach, was macht denn das für einen Sinn, sag? Aber mach mal. Es kann ja sein, dass er mich täuscht. Vielleicht hat er es wieder umgestellt. Was hat er geschrieben? Ah, die Wasseranlage ist fest, okay, deswegen. Ich hab die doch gelöst, was soll denn das? Ich hatte sie doch jetzt. Okay. Bitte nicht, weil das ist ja totaler Schwachsinn. Warum sollte man dann die Beginner-Claim überhaupt wechseln? Ich hatte am Beginner-Claim bei dem billigsten Waschrinne 3 Unzen. Und die bei der Vo 3 volle, bla bla bla. Der Vierer Claim auch 3 Unzen ergeben. Ich versuche als nächstes, glaube ich, genau in der Mitte. Ja, also ich hatte beim Beginner Claim beim ersten Loch auch so 5 Unzen. Und dann beim zweiten Loch, wo ich gebuddelt habe, anscheinend war da viel drin.
Da hatte ich dann einmal 105 und beim zweiten Mal 315 uns. Also der war schon extrem guter. Ah, naja, muss man die Matten nicht raustun. Dann hat er es wieder rausgenommen. Ja, das ist ja der richtige Schwachsinn. Ja, wie gesagt, das war vorher wegen den Matten das Problem, dass die Anlage ja so gedreht hat, ne? Ja. Da wird er das wahrscheinlich kurz rausgegeben haben, weil vorgestern oder gestern war es noch so. Alter, jetzt hängt es am Bagger fest. Nein, nein, was los hier? Alter! Ich krieg einen Anfall, Alter. Oh, jetzt, okay. Ich will ja nur ein bisschen weiter hinterstellen. Hier, dahin. Jetzt runter damit. Genau da will ich sie haben. Bleib stehen! Warum dreht er sich jetzt? Ah, oh, Mann. Genau da will ich sie eben nicht haben. Krieg sie nicht mehr gehakt, oder? Oh, das ist aber auch leidig. Auch dass du nicht rauszoomen kannst oder sowas. Das ist echt scheiße gemacht. Krieg's nicht mehr gehoben. Ah, jetzt sind wieder die Matten alle in der Luft. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Was? Mal wegfahren. Fahr ich nochmal hin, dann müsste es ja gehen, oder? Jetzt geht's komischerweise wieder, oder? Ah, stopp, Mann! Also das ist echt grottenschlecht. Ich drück schon vorwärts, dann fährt er trotzdem nur rückwärts. Er fährt einfach nach rechts, obwohl ich gar nicht nach rechts fahre. Dreht sich immer so blöd. Wäre schön, wenn man sie auch drehen könnte, wenn man hinfährt. Aber wenn ich jetzt so hinfahre und dann drehe, müsste sie doch richtig stehen, oder? Zurück, Mann, was fährt er denn noch? Fährt er wieder irgendwo hin? So, schau, ich mach gar nichts. Komm, dreh dich. Dreh dich. Haben die echt bescheuert, also ist wirklich scheiße gemacht. Ja, dann buddel ich halt da. Blöd, dass du die Waschanlage an sich nicht drehen kannst. Habe ich bei YouTube gesehen. Hab vergessen zu erwähnen, dass ich die alten Maschinen nur 10% gefüllt habe. Und das waren, ach so, ja, ich hatte 60% pro, also am Waschtisch war in jedem Becher 60%. Ich stelle jetzt diese dreckige, ich stelle es einfach hier hin. Alter, okay, man muss es jetzt hier hinstellen können. Und so passt's. Gut, 10% ist ja nicht viel. Und geht gar nichts, oder was bei dir? Weil ich mich zu nah hingestellt, oder? War bloß nicht in das Loch rein. Boah, wie war das nochmal jetzt alles? Wieder so lange her, noch der Arbeit. Okay, ich sollte vielleicht die Waschrinne auch einschalten, ne? Wäre eine Idee, oder?
Okay, die halbe ist auf 40 Minuten. Wir machen beim nächsten Video.